Die Mann-Frau-Interaktion, die ist ja aktuell ziemlich festgefahren, wie es aussieht. Die Lust oder auch die Notwendigkeit für langfristige Beziehungen, die nimmt weiter ab. Und ja, eigentlich findet man auf beiden Seiten fast nur noch Verbitterung vor. Wobei sich das bei der modernen Frau typischerweise in Hysterie zeigt und bei Männern halt eher mit freiwilliger Isolation. Frauen glauben heute vollständig unabhängig von Männern zu sein. Und ja, das ist der Zeitgeist eben heute. Aber ich würde dennoch sagen, dass sich grundsätzlich nicht so viel geändert hat. Denn Frauen wollen nach wie vor für langfristige Beziehungen den sozial fähigen, also den einflussreichen Mann, der sein Leben fest im Griff hat. Mann-Frau-Konflikte werden natürlich niemals ganz verschwinden. Es ist für Männer heute mehr denn je halt nur wichtig zu wissen, wo sie ihre rote Linie gegenüber Frauen ziehen und wie sie diese kommunizieren. Und wie gesagt, viele Konflikte sind ganz einfach evolutionärer Natur, da die fundamentalen Unterschiede von Mann und Frau auch mit verschiedenen Interessen daherkommen. Wir gucken uns gleich mal ein paar sehr spannende Studien zu diesem Thema an und wie du als Mann bessere Frauen in dein Leben ziehen kannst. Bevor es losgeht, verweise ich dich auf meinen 12-Wochen-Kurs Radikale Dominanz. Der ist speziell dafür gemacht, über deine Selbstsicherheit, welche Frauen ja so schätzen, und auch über das Ausnutzen von evolutionären Gegebenheiten mehr Anziehung zu bewirken. Der Kurs ist ein interaktiver, das heißt, du bekommst jede Woche bestimmte Aufgaben zum Abarbeiten, eben damit deine Souveränität Stück für Stück in dein Blut übergeht. Zudem gibt es dann noch einen umfangreichen Audioteil, das ist der Evo-Faktor, und hier habe ich auch gerade einige sehr wichtige Updates hinzugepackt. Der Link zum Zugang ist unten in der Beschreibung, guck dir das gern mal an, wenn du magst. Okay, laut David Bass, Autor des Buches Evolutionary Psychology, hat sich die menschliche Sexualpsychologie über Millionen von Jahren entwickelt, um mit den Anpassungsproblemen der Vorfahren fertig zu werden. Hier wird also erkannt bzw. anerkannt, dass wir nach wie vor über diese grundlegende Sexualpsychologie verfügen, auch wenn sich die heutige Umwelt natürlich verändert hat. Sprich, wir ticken immer noch gleich, täten wir es nicht, wäre keiner von uns mehr da. Ein erstes Beispiel. In einem TED-Vortrag, da diskutierte man folgende Studie. Eine Person wird von einer attraktiven Person des anderen Geschlechts mit den Worten »Hi, du bist mir aufgefallen, ich finde dich attraktiv« angesprochen, und diese Person stellt dann je eine von diesen drei Fragen. Willst du mit mir ausgehen? Willst du mit in meine Wohnung kommen? Und drittens, willst du es mit mir tun? Von den Frauen, die von der attraktiven männlichen Versuchsperson angesprochen wurden, stimmten 56% einer Verabredung mit ihm zu, 6% stimmten zu, mit ihm in seine Wohnung zu gehen, und sage und schreibe 0% der Frauen stimmten zu, mit dem attraktiven männlichen Fremden in die Kiste zu steigen. Von den Männern, die angesprochen wurden, da erklärten sich 50% bereit, mit ihr auszugehen, 69% stimmten zu, mit in ihre Wohnung zu gehen, und 75% der Männer gaben an, dass sie es gern mit der attraktiven Fremden tun würden. Und hinzu kommt noch, das ist auch ganz interessant, von den 25%, die bei letzterem ablehnten, entschuldigten sich viele mit dem Hinweis auf eine Freundin und baten um die Gelegenheit für einen späteren Zeitpunkt, falls sich die Dinge ändern sollten. Du siehst, das ist ziemlich normal und auch mehr oder weniger so, wie es zu erwarten war. Wir haben hier also ganz klar Interessenskonflikte, die biologisch Sinn ergeben. Einer davon ist, dass Frauen andere Impulse brauchen, um in Fahrt zu kommen als Männer. Das heißt natürlich nicht, dass Frauen weniger oberflächlich sind, denn wären sie es, dann würden ja schöne Worte, also Süßholzraspeln, nicht so eine gigantische Wirkung auf sie haben. Es gibt noch drei andere Konflikte, die man getestet hat und die ich persönlich interessant finde. Nummer 1 ist das Verlangen nach sexueller Abwechslung. Und hier wurden Männer und Frauen gefragt, wie viele Sexualpartner sie im Laufe ihres Lebens gerne haben möchten. Und herauskam, dass Frauen im Durchschnitt angaben, sie hätten gerne 4 bis 5, während Männer 18 davon haben wollen. Auch das ist normal, denn Frauen sind biologisch wertvoller als Männer. Das erkläre ich an anderer Stelle mal.
und sie können sich nicht so schnell hingeben. Ein weiterer Konflikt ist die sexuelle Wahrnehmung. In diesem Experiment wurde Männern und Frauen ein Video gezeigt, in dem sich ein Mann und eine Frau gegenüber saßen und sich unterhielten. An einem bestimmten Punkt lächelte die Frau den Mann an. Das Video wurde angehalten und die Versuchspersonen wurden gefragt, warum denn die Frau gelächelt hat. Die befragten Männer sagten eher, dass es offensichtlich war, dass die Frau ganz klar sexuelle Signale ausgesendet hat. Und Frauen, die denselben Film sahen, die sagten, sie war einfach nur freundlich und höflich. Hier wird also seitens der Männer sexuelles Interesse angenommen, das oft nicht vorhanden ist. Okay, wenn du aber annimmst, dass sie Interesse hat, dann ist das natürlich nicht falsch oder so, sondern es macht dich attraktiv. Nur eben auf subtilere Weise, als du annimmst. Beim nächsten Konflikt fragen sich Frauen ja bekanntermaßen oft, warum Männer, an denen sie Interesse haben, dieses Interesse nicht erwidern, aber hundertfach Männer Interesse haben, von denen die Frau nichts will. Ja, und die Antwort hierauf ist ebenfalls super einfach. Auf dem Paarungsmarkt sind diese Frauen eine 8, die einen Mann mit einer 10 haben wollen, aber von all den Typen begehrt werden, die unterhalb der 8 sind, was nun mal die Mehrheit ist. Ja, und daran ist auch nichts auch nur ansatzweise überraschend. Die Evolution hat eben nicht das geringste Interesse an unserem subjektiven Glück, sondern allein an unserem Fortpflanzungserfolg. Wer diesen Aspekt anerkennt, wird auch mehr von Letztgenanntem haben. Danke fürs Zusehen, Kommentieren und Abonnieren. Ciao, ciao.